mit voller Ausdauer, voller Adrenalin. Knallt er, aber er geht gleich übers Ziel drüber, er muss sich langsam entscheiden. Mir kommt dieser Gallier eher vor wie ein Schwerathlet. Okay, das hat er zu lange gewartet. Ja. Ah, die gallische Mannschaft gibt sich nicht mit einer Statistenrolle zufrieden. Hallo meine Lieben, kein Jahr Brauchs da draußen. Heute geht's wieder weiter mit einer neuen Folge von Obelix und Asterix, die Olympische Spiele. Dabei ist unser Krüs. Ja, und bei mir ein herzliches Willkommen. Und bei mir ist dann der liebe Doom, wo alles irgendwie komplett verkehrt rum sagt, weil das heißt ja alles. Wir haben jetzt mal so. Eigentlich geht's nicht darum, dass du nur Obelix und Asterix nimmst, sondern es geht um den ersten Controller. So, für Leute, wo keine PlayStation 2 in ihrem Leben gespielt haben. Obwohl sie älter sind. So, jetzt gehen wir auf Nummer 2. Mach mal hier langsam hin, du verschwendest unsere Zeit. So, er darf eine Runde Fußball spielen. Darf aussuchen, welchen Spieler er nimmt. Das ist so Kopf wie Sprung. Ah, einer der leichtesten Spiele. Leute, übrigens, wenn ihr sehen wollt, wie ich und Christus gegenseitig den Kopf einschlagen in diesen Minigames. Übrigens, ja, die kann man zusammenspielen. Man muss sie bloß vorher einmal in der Story gespielt haben. Danach kann man sie ganz einfach zu zweit im Multiplayer spielen. Ja, das ist wahr. Kann ja gar nicht wissen, er hat das Spiel noch nie gespielt vor mir. Aber ja. Übrigens, immer die Bombe rüberkeilen. Den braunen Fußball. Umso länger du im Viereck drückst, umso härter ist dein Schlag. Ich muss gestehen, der Stil ist originell, aber leider nicht sehr produktiv. Okay Leute, übrigens, wir machen das Ganze nochmal ein bisschen interessanter. Fantastisch, keine Frage. Jeder von uns hat 3 Versuche, die Olympischen Spiele zu gewinnen. Kraft. Sollte das nicht funktionieren, wird geswitcht. Also die Fußbälle müssen auf die andere Seite und nicht gegen. Das ist mir schon klar. Halt die Klappe, Mann. Ein Pro-Kommentator hier. Doch. Ich muss kommentieren. Chris gerade totale Abscheißung. Der Gegner nur noch einen Fußball. Oh, doppelt Trip nach drüben. Hat er langsam den Fuß raus? Nein, hat er nicht. Da er die Entfernung zu dem Netz nicht abschätzen kann, kriegt er es leider nicht so ganz hin, gute Türchen abzuschießen. Oh, der Bombenfußball ist wieder in der Quere. Ah, Chris sieht gerade echt hier schlechte Karten. Ich sehe es schon. Das ist mal ein ernstzunehmender Konkurrent. Ja, hart verkackt, würde ich sagen. Das hat er hart verkackt, aber gut. Zweiter Versuch. Ja, ich bin raus. Er startet mit 2 richtig guten Bällen. Im dritten und zweiten leider wieder verkackt, aber er hat schon die richtige Taktik langsam. Ah, das schaut schon gut aus. Oh, ein Kopf an Kopf rennen wird das hier. Wenn das die Blüte gallischer Athleten ist, dann gute Nacht. Er ist ein ernsthafter Anwärter auf den Titel, denke ich. Chris hat langsam den Bogen raus.
Man könnte meinen, dieser Teilnehmer zieht die Kröten an. Er hat es geschafft, er weiß, wie es funktioniert. Er weiß, dass das ist sicherlich ein glänzendes Ergebnis. Hoffen wir, dass es auch reicht. Da musst du doch mal eine Schippe drauflegen, Leute. Ah, hat absolut nicht gelangt. Es müssen ja auch alle drüben sein. Und dann hätten wir die erste Telefon. Aber ich hätte nur noch frei drüben und dann wird das. Das ist ein dritter Versuch, Leute. Tolles Vergnügen! Ein großartiges Spektakel! Oh, in die Fresse! Wer hat zuerst keine Bälle mehr auf seiner Seite? Das ist die Frage der Fragen. Das schaut jetzt ziemlich dynamisch aus. Er hat schon 10 Bälle übers Ding mit. Wo ist die Konkurrenz? Sie schläft einfach nicht, sie schläft einfach nicht. Und? Doppelkick. Die Bombe ist leider noch bei ihm. Aber ich komme noch schnell rüber. Zack. Das ist sicherlich ein glänzendes Ergebnis. Uhuhu. Hoffen wir, dass es auch reicht. Ah, sind wir mal gespannt. Reicht es? 13.000? Ja? Ja, es reicht für nichts. Aber wenn du jetzt schon außer Puste bist, kannst du die Sache immer noch abblasen. Du musst am Ende des Wettkampfes weniger Kröten auf deiner Seite haben als dein Gegner. Für die Leute, die wo nicht so ganz kapieren, warum Kröten, diese Bälle, was ihr seht, das sind aufgeblasene Kröten. Warum dafür aufgeblasene Kröten verwendet hat, das weiß ich leider auch nicht. Aber ist doch crazy! Schreck hat angerufen, müssen wir recht wieder haben. Okay, schau ganz gut aus. 7 zu 3. Ah, die gallische Mannschaft gibt sich nicht mit einer Statistenrolle zufrieden. Hey, du schaffst das, gibt Bitten. Double-Fußball. 9 zu 4. Na, wird das heute noch was? Kriegen wir heute noch eine geile Zahl zu sehen. Jetzt kommen schon mindestens 11 müssen drin sein. 10? 11? Komm, 12. 12 müssen auch noch drin. Komm mal. Das war ziemlich schlecht. Schaut euch an, die Konkurrenz zeigt eine Parade. Ah, nichts zu sehen. Du merkst schon, Chris ist ordentlich angespannt. Volle Concentration, keine Kommentare fallen aus seinem Mund. Diese Konzentration, diese Angespanntheit. Man merkt so kurz vor Ende, wird hier noch wieder richtig reingeschlampt. 10? Das ist mal ein ernstzunehmender Konkurrent. 12.800! Das langt auch noch. Finale! Ah, das dritte Game. Oh, die Bombe, die Bombe, die Bombe. Falls du es noch nicht bekommst, die Bombe zieht den Gegner Bälle ab. Nun, dann damit dürfte wohl klar sein, dass die gallische Delegation gut in Form ist. 9 zu 1, so, 9 zu 2. Schaut aber nicht schlecht aus, Leute. Der Gegner komplett überfordert. Kriegt leider gerade gar nichts geschissen auf einen einzigen Punkt. Bombe nicht vergessen, Bombe nicht vergessen. Nicht auf deiner Seite. So, und zack, er hat's geschafft. Bombe dürfte gleich detonieren.
Vielleicht, wenn er einen Schläger gehabt hätte. Naja. Ah, der Gegner zeigt mir gerade eine Standparade und überholt ihn noch. Da muss ich langsam ranhalten, sonst wird das hier nichts. Ich habe keine Ahnung, was Chris da gerade versucht, aber ich glaube, Rudolf ist er besser. Dieser gallische Teilnehmer zeigt eine solide Vorstellung trotz seiner staatlichen Statur. 8 zu 4. Er ist ein ernsthafter Anwärter auf den Titel, denke ich. Den ersten Platz. Reicht es? 12.600? Es reicht für den ersten Platz. Er hat den ersten Platz markiert. Ich bin auch der Macker hier auf dem Fußballplatz. Okay. Platz 3 wurde freigeschalten. Wir brauchen aber alle Plätze. Also musst du noch die Rauferei gewinnen. Natürlich. Schaffte er es, den größten Arm zu haben, den stärksten Arm? Ja oder nein? Das sehen wir gleich. Muss ja nur K.O. hauen. Ja. Leute, für die, die es nicht wissen, hier ist Taktik angefragt und nicht nur dumm durch die Gegend hauen. Das wird aber auch bemerken, sobald ihr fertig ist. Natürlich war Dürer noch nicht so dumm und hat uns vorher maximal abgegradet, was ging. Das heißt, er kann gelbes, rote Handschuhe bekommen, die wo einen doppelten bis dreifachen Schadensbonus machen können. Vergiss nicht, dass du nebenbei diese Ziele abschließen solltest. Ziel bringen Bonuspunkte. Leider nutzt keiner die Chance auf Bonuspunkte, was ich sehr schade finde, denn sie geben einen riesigen Bonusbuffer. Aber sie sind beide sehr konzentriert und hauen auf den Gegner ein wie ein Verrückter. Der Gegner hat es genutzt, der Gegner war gut dabei und hat gut aufholen können. Aber schafft er es noch weiter? Das ist die Frage der Fragen. Ah, der Gegner hat's. Ah, gut. Chris hält sich auf jeden Fall super darin. Oh, das ist mir eine Glanzparade. Die Zuschauer werden jubeln. Man sieht schon, Chris gibt auch jetzt schon in der Testphase Vollgas. Chris erhämmert ein wie ein Presto-Hammer. Auch hier hat man die volle Konzentration. Eine deftige Portion saftiger Ohrfeigen auf gallische Art. Vorzüglich. Gallische Art. Nun, damit dürfte wohl klar sein, dass die gallische Delegation gut in Form ist. Ah. Jetzt wird's ernst. Du musst ein besseres Ergebnis schaffen als dein Kick. So, kriegt er es hin? Der Gegner ist am Einschellen und haut da schon drauf ein. Aber hat auch nicht den ganzen Trick dabei rausgefunden, Chris. Hat schon voll was durchgelegt und haut nicht um sich. Das Obelix aus dem Spiel. Ah, wie kriegst du den mal hoch genug? Nicht mal mit dem Zaubertrank. Oh, der Gegner macht gerade ganz parade und haut den Gegner kaputt. Eins darf den anderen zu gehen, der Leute in den Regen.
Er scheint endlich aus seiner Parade gelernt zu haben und haut da richtig ein. Aber ein bisschen langsam ist der Kerl. Was ist denn los? Ist natürlich am Vollgas geben und haut auf die Menge ein. Ohne Ende, ohne Gnade. Diesmal ist es aber ein etwas knapperes Ergebnis als in der letzten Runde. Der Gegner ist auch ein stärker von ihm. Ein großartiges Stück da. Rein. Natürlich ist Chris mit dem Haus mit in sein Gegner rein. Das ist natürlich ein Vorteil, wenn ich das zwei Spiele gleichzeitig erzielen kann. Ah, wird eingehämmert euch. Ah, wird eingehämmert. Die gallische Mannschaft gibt sich nicht mit einer Statistenrolle zufrieden. Schafft es das ein Rekord zu toppen von der letzten Runde? Ja oder nein? Schauen wir zum zweiten Mal. Knapp, er hat sich auf der Reihe. Er hat sich geschlagen in der letzten Runde. In der letzten Runde. Das nenne ich einen fähigen Kämpfer. So, jetzt wird nochmal eine ganze Schippe härter. Aber gegen diesen Luder sollte er schon gewinnen. Oder haut er nur das Spiel jetzt noch ein bisschen aus der Bahn? Wer weiß. Oh, der Luder taucht. Keine Ahnung, was der macht. Der scheint gerade irgendwie zu mir etwas gedrängt zu werden. Er läuft ganz kurz wieder zu. Ich höre das nicht ein, das schaue ich das an. Eigentlich wirst du in deiner ganzen Parade durchgehen und nicht auf alle Seiten, was du nicht in deiner Hand bist. Der Gegner haut aber auch nicht schlecht zu und haut alles darum, was natürlich in deiner Bewegung geben könnte. Du mischst auch nicht bei Chris mit in der Menge. Aktuell führt Nummer 2 hart. Chris muss sich ranhalten. Aber man muss schon sagen, er haut wirklich, dass er nimmt seine Feinde mit weg. Man muss sich wirklich Chris ranhalten und die fliegende Menge da reinkriegen. Auch wenn man sie leider nicht ansieht, der ist richtig stark. Und er nutzt aber auch die guten Taktiken, er nutzt hier den doppelten Booster, hat ihn dreifach Boost bekommen. Ah, er hat schon eine gute Taktik dahinter. Chris konnte ihn wieder einholen. Und sie vermöglicht ja alles Wasser. Aber auch die Konkurrenz schläft nicht. Wenn die Konkurrenz sich jetzt richtig Mühe geben würde, sie richtig abzahlen, aber anscheinend ist die Konkurrenz nicht gerade verrückt. Was macht die Konkurrenz? Ich ziehe die an allen vorbei. Hier wird drauf eingedroschen, hier bleibt kein Römer auf den anderen stehen. Konzentration ist so. Aussage ist noch nicht damit gerechnet, dass die KI hier noch mal ein bisschen was ausgeht. Die KI haut halt auch wirklich nur ein bis zweimal zu. Ich glaube, die KI Gas geben, da sieht Chris kein Wasser mehr. Der Kämpfer hat alles gegeben und großzügig ausgeteilt. Bravo! Langt das für Platz 1? Ja, nein? Ja, langt es lang. Leute. Junge Vater. Platz 2 ist auch freigeschaufelt. Jetzt muss man bloß Platz 1 freischaufeln. Kriegen wir das noch in dieser Folge hin? Ja oder nein? Das sehen wir gleich. Der Hammerwurf. Ja, jeder weiß es.
Was ist braun, dreht sich ein Kreis, ist es Maulwurf, mein Hammerwurf, als oder Chris? Okay, verstanden. Was ist braun, dreht sich ein Kreis und hupft dabei? Es ist Chris, der sich beim Maulwurf, den Hammerwurf, auf den Fuß wirft. Ah, kriegt Chris das hin. Er fängt mit einer geschmeidigen Drehung an. Zack, 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 zack. Er muss den Nagel so weit wie möglich reinhämmern. Seine Taktik scheint schon rein schlecht zu sein. Macht es doch noch ein bisschen weiter, fliegt er nach vorne. Dieser gallische Teilnehmer zeigt eine solide Vorstellung, trotz seiner staatlichen Statur. Ja. Er hat schon ganz reingeknallt, das Ding. Mit voller Ausdauer, voller Adrenalin. Knallt er, aber er geht gleich übers Ziel drüber, er muss sich langsam entscheiden. Mir kommt dieser Gallier eher vor wie ein Schwerathlet. Okay. Das hat er zu lange gewartet. Ah, die gallische Mannschaft gibt sich nicht mit einer Statistenrolle zufrieden. Der dritte und letzte Versuch. Aber diesmal, er hat Übung. Hieß ja bloß Übungsrunde, nicht die volle Runde. Ah, es war gut, so gut. Das war echt der Hammer. Da hätte ich nicht der Nagel sein wollen. Die Frage ist, wir haben es eigentlich diesen riesigen Nagel oben hinbekommen. Gute Frage. 14.000 Punkte, aber egal. Aber das sollte möglich sein. Solange im grünen Bereich bleibt, geht das gut. Das war fast eine solide 1. Nun, damit dürfte wohl klar sein, dass die gallische Delegation gut in Form ist. Ah, das war der solide Treffer. Wettkampf beendet. Sehr gut. Der erste Wurf war gleich ausreichend. Leute, wir haben alles gemeistert. Wir haben alles gemeistert. Fantastico. Na, mein lieber du, was? So macht man das. Herzlichen Glückwunsch, Gallier! Ihr habt euch für die Finalkämpfe qualifiziert und ihr habt jetzt Zugang zum VIP-Bereich. Und wie kommen wir dahin in diesen VIP-Bereich? Nichts einfacher als das. Ihr müsst nur die oberste Stufe des Podestes bei der Palästra erklimmen. Von dort aus gelangt ihr in den VIP-Bereich. Bravo, ihr habt es geschafft. Aber die Zeit drängt. Wer weiß, was Brutus gerade ausheckt. Wir müssen schleunigst den Schlüssel besorgen, Freunde. Du hast recht, Miraculix. Auf geht's, Obelix. Auf Feind, da gibt's sicher Römer. Glanz und Valoria. Ich glaube, die wichtigsten Reparaturen wären damit erledigt, ja. Ich bin ziemlich stolz auf mich. Erste Sahne. Glanz und Gloria, das hat er gut gemacht, mein lieber Chris. So, wir switchen ganz kurz um. Bis gleich. Okay, dann, wenn es keine Probleme gibt, dann können wir auch weitermachen. Jetzt haben wir das Bild von Chris Bin. Mal wieder. Ah, das mit der Capture-Karte, das funktioniert auch nicht so ganz, wie ich das will, ne? Liegt halt einfach dran, weil es von Doom Gamer ist. Das funktioniert nicht. Das ist dein Kram, ja, also, will ja nichts sagen, ne? Ja, Aber die teure, noch teurere Capture-Karte, die wurde PlayStation 2 wieder captured, gibt's leider nicht. Ja. So. Muss man schon sagen, da hast irgendwie. Nur noch ein paar Einstellungen, dann ist der Wagen fertig. Okay, das war eine ausgemachte Sache anscheinend. Ich muss nur noch 2-3 Sachen machen. Dann läuft der Wagen wieder. Läuft er wie geschmiert. Können wir den Punkt kostet. Können wir was aus dem Boden raus? Halt, da kriegen wir was aus dem Boden raus. Ah, da kriegen wir was aus dem Boden raus. Warte, da noch. Da noch, glaube ich. Hier, wo der Fix steht. Hopp,
Bisschen trocken, die Keule. Ich freue mich schon auf die Keule. Saftigen Wildschweine zu Haus. Oh, jetzt guck bitte ran. Da müssen wir doch gar nicht hoch. Warum willst du jetzt da hoch? Wir müssen doch in die Mitte durch Protest. Protest? Warum zum Protest? Ja, weil bei euch Stellen zu ist. Ja, da geht der Doom am liebsten, gell? Fralli! Amerika! Ja. Dabei ist zum Loch, sollte man sein. Ja. Eidei. Wir müssen wohl auf diesen Knopf drücken, wenn er aufleuchtet. Und wie geht das? Vielleicht mit einem Sturzflugangriff. Das könnte gehen. Okay, gut. Hopp. Okay, ich muss wohl ein bisschen später springen, weil Chris ist ein bisschen langsam. Das hat irgendwie gar nicht gut. Irgendwie habe ich gerade eingemacht. Ja, ich hab doch das Spiel an sich. Das Korbel. So, jetzt müssen wir da oben Bälle reinbekommen. Und die Bälle kriegen wir. Ja, die Bälle kriegen wir hier rechts an der Seite. Hier oben sind Krötenbälle. Okay. Das Spiel zeigt uns noch einmal, was wir tun müssen. Na, natürlich. Da rein. Weiß die Bedienung immer da schon längst, was er tun muss. Das war eine klare Ansage vom Spiel. Da. Nehmen wir den Dicken mit. Oh, wohin schaue ich mal denn? Den schaue ich mal jetzt nach draußen. Oh. Schaue ich mal hier rum. Der haut's mich voll dagegen. Können wir andere Wege nehmen, du. So, jetzt ist ein bisschen Köpfchen gefragt. Klatsch, klatsch, mit irgendeinem Mann da drunter zerquetscht. Ja. Bleibst du jetzt mal da oben stehen? Schmeiß mal einen Ball rüber. Ein Römer wäre mir lieber gewesen. Und die Cam kannst du gleich mit drüber schmeißen. Hab ich aber, es passiert nichts. Hab die Cam. Ah! Komm ins Arschloch. Geht in die Richtung. Wir müssen eigentlich die Cam haben. Eigentlich, denke ich mal. Okay, tauschen wir mal die Rolle. Ja, das scheint an. Geht das, oder? Wie schafft's die Kröte, sich so aufzublähen? Warum kann er dahinter laufen und ich nicht? Da geht's wohl doch nicht. Okay, dann muss man wohl beide dahinter laufen. So. Los, schieß! Er kriegt das nicht hin, deswegen mach's ich. Zack! Eingelocht! Steht er da vor dem Fußball, schau die an! So ein Mann! Ah, oh, da haust du ein bisschen auf die eine, funktioniert schon. Ich weiß nicht, warum wir das zusammen machen müssen, ist ein bisschen idiotisch. Ah, der hat sich bitten. Ich seh nix. Ja, runterspielen. Eins runter, danke. Zack! Salve, dir gefällt mein Video, dann lass doch ganz einfach ein Abo und einen Daumen nach oben da, würde mich riesig darüber freuen. Und was hast du gesagt? Du hast noch nicht genug von mir gesehen? Na dann, klick auf das rechte Video für eine Playlist oder auf das linke Video für ein auf dich spezialisiertes Video. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Yowie, Joey.